Jetzt können alle abstimmen, aber bevor alle abstimmen, wollen wir natürlich alle nochmal hören, die im Finale sind. Und das machen wir ungefähr in der Reihenfolge des Auftretens. Das heißt, wir begrüßen als allererstes hier auf dieser Bühne Sinnix. Es ist so eine Ehre für mich, hier aufzutreten. Erinnert sich hier jemand an das 9-Euro-Ticket? Haben Sie die Fahrt genossen? Ja? Ich war einer dieser Überenthusiasten, bin 10 Stunden mit Regius nach Berlin zum CSD gefahren und am nächsten Tag wieder zurück. Aber echte 9-Euro-Ticket-Experience war es erst, als ich in der ersten Klasse einer Regiobahn saß. Und dann sah ich da einen Mann von Erscheinung her obdachlos, ohne T-Shirt, Crack von einer Alufolie rauchen. Ich dachte, jetzt bin ich in der klassenlosen Gesellschaft angekommen. Das ist mein 9-Euro-Ticket. Ich habe einen Text über all diese Erfahrungen geschrieben. Er heißt Zugespitzt. We got a ticket to ride. 9-Euro-Ticket to ride. A train never arrives, but we don't care. Zitat Sitznachbar, pardon, Stehnachbar. Mit dem neuen Zugticket hält auch die Reiselust ein Zug. Und zügig packe ich meine Sachen, um noch den 9 Uhr Zug zu bekommen. Auch mir soll das 9-Euro-Ticket zugutekommen, so die Devise. Nach letzter Feier kaum ein Auge Zug getan, komme ich mit dem Anzug am Abfahrtsgleis an Zug gegeben, kein schlauer Zug von mir. Denn wie zu erwarten ist noch kein Zug zugegen. Die Anzeige hält sich strikt an J.K. Rowlings Vorlage, der Zug kommt 9¾. Da stehe ich im Sommer an Zug am zugigen Gleis und merke, wie meine Pläne entgleisen. Denn kaum Zugglauben aber war, nach nutzlos zugebrachten 45 Minuten ist noch immer kein Zug da, der ist ordentlich im Verzug. Dazu kommt, mein Gleis leidet nicht nur an Zuglosigkeit, sondern der ganze Bahnhof an Zügellosigkeit. Lauter Platzhirsche ohne Bezug zueinander kämpfen um den Vorzug der Platzwahl. Endlich kommt er. Der Zug an Zügen, ein Zug, Zug, zügig zuckeln, eingefahren, Zug vorüber. Lastenzug. Inzwischen leidet so mancher an ernsthaften Entzugserscheinungen. Da hilft auch kein Schienenersatzverkehr. Wir wollen einen Zug von der richtigen Crack-Lockpfeife. Endlich wird ein Zug zu uns zugelassen, wir alle eigentlich. Noch viel zugelassen, schon nach 9¾ Tagen mit 1000 Fremden in einen Zug zu steigen, mal vom Stress ganz zu schweigen, ist einfach zu grausam. Man kennt sich noch gar nicht richtig. Da wird man dazu gedrängt, sich dazu zu drängen und um jeden Luftzug dringend das Leben in vollen Zügen zu genießen. Zu Beginn bilden sich Gruppen. Die Christen gründen die Abtei und versuchen, den Zug zu ihrem Kreuzzug zu erklären, mit dem sie alle retten, die auf oder vielmehr an die schiefe Bahn geraten sind. Die Sportfreaks sitzen nebendran und feuern den Zug an. Er solle richtig Strecke machen. Für die Kontrolleure ist kein Durchkommen. Wir werden zur freiwilligen Selbstkontrolle aufgefordert. In Acht nehmen müssen sich die Schwarzfahrer nur vor den üblichen Control-Freaks. In meinem Carré besteht da keine Gefahr. Es ist das Carré Noir, zu Deutsch schwarzer Block. Hier stehen 3 Punker auf dem Tisch und diskutieren über das Paradoxon, dass Günni das Bier zwar nicht geäxt, aber doch in einem Zug geleert hat. Plötzlich. Eine Ansage. Es kruschelt. Ich verstehe nur Bahnhof. Ein Heavy-Metal-Fan dolmetscht. Die Bremse sei kaputt. Wir müssen bis auf unabsehbare Zeit weiterfahren. Die Gottgläubigen meinen, das muss des Herrn Strafe sein. Nichts anderes erkläre diesen Strafvollzug. Die Psychologiestudenten an Reihe 3 fragen sich, ob man sich den Zug nicht auch als Penis vorstellen könne, der immer tiefer in die Landschaft eindringen wolle. Eine Art freudsche Bahn. Hier bin ich aber in der ganz großen Geisterbahn gelandet, denke ich mir. Fakt ist, die Idee davon, auf der Strecke zu bleiben, scheint nun ja auf der Strecke zu bleiben. Stattdessen fahren wir infinite Schleifen, mutieren geradezu zur Achterbahn. Immerhin, die Klimaanlage ist nicht defekt. Da hat die Deutsche Bahn eine Lösung gefunden. Sie baut einfach keine mehr an. Bei solchen Zuständen wünsche ich mir glatt ein Eis oder wie der Angelsachse es nennt, ICE. Allerdings schweißt uns die Hitze sprichwörtlich zusammen. Alle fühlen sich zugehörig, bilden eine riesige Fahrgemeinschaft. Jeder macht ein paar Zugeständnisse. Die von der reservierten Fraktion werden offener. Die Abteil öffnet sich für Menschen anderer Glaubensrichtung, denn sie merkt, wir alle glauben an das Licht am Ende des Tunnels.
Die Zweiklassengesellschaft wird aufgelöst. Wir gründen unsere eigene Nation à la Snowpiercer, nur netter. Unsere Gesellschaftsordnung wird später einmal bekannt werden als das Modell Eisenbahn. Ich kann mich innerhalb der Ordnung ganz nach vorne vorkämpfen, wo die Ansagen gemacht werden. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass der Gipfel meiner Karriere die Zugspitze sein würde. Die Aufgabe der Staatsführer besteht vor allem darin, Musik aufzulegen. Zeitlose Hits wie Vanilla, ICE, ICE Baby, Baby, You Can Drive My Train und natürlich die Zug der Karibik Compilation. Im Verlauf der nächsten Jahre werden viele Kinder gezeugt. Beim Betrachten von vorüberfliegenden Zugvögeln dachte wohl manche ans Zugvögeln. Ja. Den Trieben wird hier freie Bahn gelassen, wodurch es wahnsinnig sinnlich wird, jemanden den Bahnhof zu machen. Die Geburten sind leider äußerst heikel. Denn als man einen Arzt sucht, findet man bloß die Ärzte auf dem Weg nach Sylt. Trotzdem schaffen es die Kleinen und werden von Anfang an ihrer Staatsbürgerschaft gerecht. Es sind alle stet geboren. Nach einigen Jahren kommen wir dann in Osnabrück an. Den einzigen Ort, an den keiner von uns je wollte. Also bleiben wir einfach im Zug, denn we've got a ticket to ride, 9-year-old ticket to ride, a train never arrives, but we don't care. Zitat, Stehnachbar, pardon, Lebensgefährte. Mit dem neuen Zugticket fällt auch die Reiselust ein Zug. Und zügig packe ich meine Sachen, um nach dem 9 Uhr Zug zu bekommen. Auch mir soll das 9-Euro-Ticket.